Ich finde das natürlich auch immer großartig, wenn dann auf solche Fragen, die eigentlich ein queerpolitischer Sprecher, eine Sprecherin beantworten sollte, der arbeitsmarktpolitische Sprecher antwortet, dann sieht das auch so aus. Ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin, aus der Position der Staatssekretärin Loh zur Stellungnahme des Deutschen Ethikrates zur Situation intersexueller Menschen in Deutschland vom 27.02.2012. Das ist Ihre Staatssekretärin, Herr Professor Dr. Korte. Die Senatsverwaltung begrüßt die Stellungnahme des Ethikrates ausdrücklich und unterstützt insbesondere die Forderung danach, geschlechtszuweisende medizinische Maßnahmen wie Operationen und Hormonbehandlungen im Säuglings- und Kindesalter zu verhindern, sowie das Personenstandswesen zu erweitern, um eine Geschlechtskategorie anderes aufzunehmen. Man lehnt sich da an Argentinien an. Die haben das nämlich genauso gemacht im Jahr 2011. Das steht hier drin. Dieses Ding ist 4 Jahre alt. Sie hatten jetzt 4 Jahre lang Zeit, sich über dieses kleine Wort anderes zu unterhalten und endlich zu einigen. Und ich finde es auch ganz lieb und süß, wie sich der Kollege Schreiber in unsere Bank verkrümmelt und dort nach Schutz sucht. Ja, ja, natürlich, wir reden da über Innenpolitik mit dem Kollegen Lux. Das können, ja, selbstverständlich, das können Sie jemand anderem erzählen. Sie haben Angst, das ist schon klar. Das geht so nicht. Sie können nicht hier Ihre Staatssekretärin, auch wenn sie nicht anwesend ist, weil sie gerade eine Geburtstagstorte anschneiden muss oder warum auch immer, einfach hier so ignorieren und uns dann unterstellen, wir würden irgendwelche 60 oder 70 verschiedene Geschlechtskategorien danach fordern und schon deshalb müssten Sie das ablehnen. Das, ja, das könnten Sie ja dann fordern. Es ist einfach nicht unsere Forderung. Wir fordern das, was uns Frau Loth vor 4 Jahren versprochen hat. Und was hier schwarz auf weiß steht, das wollen wir jetzt haben. Und Sie können sich nicht damit rausreden, dass wir dann nicht ein anderes haben wollen, sondern 70 andere. Das ist unseriös und das lehne ich ab.